Als Einstieg in das heutige Symposium haben mich die Veranstalterinnen gebeten, Ihnen in der gebotenen Kürze einen Einblick in die Planungs- und Baugeschichte Grünaus zu geben. Ich werde zunächst einige Ausführungen zum Standort der Großsiedlung machen, dann erläutere ich Ihnen das städtebauliche Gesamtkonzept, bevor ich auf die Gestaltung der einzelnen Wohnkomplexe eingehe. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Wie sah das Gelände, mit dem wir uns heute befassen, ursprünglich aus und wie wurde es zur über Jahre hinweg zweitgrößten Wohnungsbaustelle der DDR? In der Überlagerung der Grenzen des heutigen Plattenbaugebiets mit einer topografischen Karte aus dem Jahr 1939 erkennen wir anhand der hellen Flächen eine überwiegend landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung des am westlichen Stadtrand liegenden Areals. Die großen, mit Miltitz und Lausen beschrifteten Flächen gehörten damals noch gar nicht zum Leipziger Stadtgebiet. Das Gelände wird in Ost-West-Richtung von zwei Verkehrswegen durchzogen. Von der alten Salzstraße, einer uralten Verbindung von Leipzig in Richtung Lützen, und weiter nördlich von der um 1800 als breite Chaussee angelegten Lützner Straße, der überregional bedeutsamen Reichsstraße 87. Im Nordosten sehen wir die Ortslage Schönau mit dem Gutspark und im Osten das um 1890 auf der Flur Klein-Tschocher angelegte landwirtschaftliche Versuchsgut der Landmaschinenfabrik Rudolf Sack, zu dem als Sommersitz der Fabrikantenfamilie eine großbürgerliche Villa mit ausgedehnter Parkanlage gehören. Nach 1945 entstanden hieraus ein volkseigenes Gut und das Robert-Koch-Krankenhaus für Lungenkrankheiten. Südlich des Versuchsgeländes erstrecken sich die bereits außerhalb der roten Grenzlinie liegenden Meierschen Höfe aus den Jahren um 1910. Im Süden wird das Gelände von der nach dem Ersten Weltkrieg angelegten Kleinsiedlung Grünau begrenzt, der sich als breite bis an die Lützner Straße reichende Zunge die aus derselben Zeit stammende Kirschbergsiedlung anschließt. Nördlich der Lützner Straße wird das Baugebiet zudem durch das 1936 auf Schönauer Flur für die Wehrmacht angelegte und nach 1945 von der Sowjetarmee genutzte Kasernengelände unterbrochen. Machen wir nun einen Sprung in die Nachkriegszeit. War der Wohnungsbau in der DDR zunächst schleppend angelaufen, so schien der 1955 gefasste Beschluss zur Industrialisierung des Bauwesens die Möglichkeit zu eröffnen, den kriegsbedingten Wohnungsmangel zu beseitigen. In historisch kürzester Frist wollte SED-Generalsekretär Walter Ulbricht jedem Haushalt eine eigenständige Wohnung zur Verfügung stellen. Bestandteil des von 1959 bis 65 reichenden 7-Jahr-Plans war somit ein groß angelegtes Wohnungsbauprogramm. Mehr als ein Zehntel des für Leipzig vorgesehenen Bauvolumens, nämlich 3.600 Wohnungen, sollten in diesem Zeitraum in Grünau entstehen. Hierfür kam zunächst südlich des heutigen Wohnkomplexes 1 zwischen dem damaligen Volksgut und den Meierschen Höfen ein Baugelände in Betracht, das bereits vor 1945 erschlossen worden war. Um 1960 entstanden hier in Mauerwerks- und Blockbauweise 18 drei- bis viergeschossige Wohnblöcke, zunächst als offene Hofbebauung, die dann in eine Zeilenbebauung übergeht. Um weiteres Bauland erschließen zu können, erhielt das bezirksgeleitete Entwurfsbüro für Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung den Auftrag, einen Bebauungsplan aufzustellen. Zielstellung war dabei eine viergeschossige Bebauung mit der Plattenbauserie P1. Einen Planentwurf legte das Entwurfsbüro jedoch niemals vor, da kurze Zeit, nachdem der Auftrag erteilt worden war, die Konzentration der bezirklichen Entwurfskapazitäten auf die Planung einer großen Satellitenstadt bei Gerichshain vordringlicher erschien. Wachsende, nicht mehr aufholbare Planrückstände in allen Zweigen der Volkswirtschaft
führten schließlich 1963 zum Abbruch des Sieben-Jahr-Plans und damit auch von Ulbrichts Wohnungsbauprogramm. Die Bebauung an der Nikolai-Rumjantsow-Straße blieb ein Torso. Grundsätzlich hielten die Planer aber am Wohnungsbaustandort Grünau fest. Der 1970 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Generalbebauungsplan sah vor, dort nach 1975 10.000 bis 15.000 Wohnungen zu errichten. Dieses gegenüber dem Sieben-Jahr-Plan ungefähr dreimal so große Bauvolumen machte es erforderlich, das Baugebiet auf das Gelände der heutigen Wohnkomplexe 3 bis 5 und darüber hinaus auf die Kleinsiedlungen Grünau und Kirschberg auszudehnen. Nach einem seit Mitte der 60er Jahre in der DDR geltenden städtebaulichen Ziel, der sogenannten Intensivierung der Bodennutzung, zogen die Planer in Erwägung, die sehr aufgelockerte Siedlungsbebauung zugunsten neuer mehrgeschossiger Wohnhäuser abzureißen. Für den im Generalbebauungsplan ausgewiesenen Wohnungsbaustandort sprach die Nähe zu den industriellen Arbeitsplätzen, die zwischen Grünau und der Innenstadt in Plagwitz, Lindenau und anderen Ortsteilen des Leipziger Westens konzentriert waren. Außerdem die guten bioklimatischen und lufthygienischen Bedingungen aufgrund der vorherrschenden Westwinde. Darüber hinaus bietet diese Lage den künftigen Bewohnern günstige Erholungsmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Schönauer Gutspark und der Park der Robert-Koch-Klinik und etwas weiter entfernt war bereits ein großes Naherholungsgelände im Entstehen. Der seit 1937 betriebene Kohleabbau im westlich gelegenen Kulkwitz wurde nach vollkommener Auskohlung 1963 eingestellt, das Gelände in der Folgezeit rekultiviert und 1973 offiziell als am neuen Tagebausee gelegenes Erholungsgebiet übergeben. Ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor war schließlich das in Kulkwitz befindliche und erweiterungsfähige Heizkraftwerk, das auf relativ kurzem Wege Fernwärme in die Neubauwohnungen liefern konnte. Gravierende Auswirkungen auf die weitere Standortentwicklung ergaben sich im Jahr 1971, als Erich Honecker von Walter Ulbricht die Funktion des SED-Generalsekretärs übernahm. Honecker strebte nach über 20-jähriger Existenz der DDR erneut und mit größerem Nachdruck die, wie er es nannte, Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem an. Und so beschloss das SED-Politbüro 1973 ein von 1976 bis 1990 laufendes Wohnungsbauprogramm. Über Ulbrichts frühere Ziele hinausgehend sollte sich die Wohnraumversorgung nicht nur quantitativ, sondern ebenfalls qualitativ verbessern. Dies bedeutete, nicht nur den Wohnungsbestand zu erweitern, sondern soweit wirtschaftlich vertretbar Altbauten instand zu setzen und zu modernisieren, sowie neue Wohnungen auch als Ersatz für abzureißende Altbauten zu errichten. Um die Produktionsbedingungen für das Baukombinat Leipzig, das BKL, zu optimieren, musste das Wohnungsbauvolumen auf Großbaustellen konzentriert werden. Im Norden oder Süden des Stadtgebiets liegende Flächen schieden dabei wegen der aus beiden Richtungen nach Leipzig heranrückenden Braunkohleabbaugebiete aus. Für eine neue, im Generalbebauungsplan bisher nicht berücksichtigte Wohnungsbaufläche wählte man das im Osten liegende Paunsdorf aus. Vorher sollte jedoch aufgrund der genannten günstigen Standortfaktoren das Wohngebiet Grünau entstehen, nunmehr mit ungefähr doppelt so vielen, nämlich 25.000 Wohnungen, und zwar ohne Inanspruchnahme der Kleinsiedlungen Grünau und Kirschberg. Dies entsprach mehr als einem Drittel des gesamten für Leipzig vorgesehenen Neubauvolumens und man musste hierzu die Wohngebietsfläche weit über die Leipziger Stadtgrenzen hinaus auf die Gemarkungen Miltitz und Lausen erweitern. Damit war mit einer Fläche von 2,5 mal 4,5 Kilometer im Wesentlichen die Ausdehnung erreicht, über die sich das heutige Plattenbaugebiet erstreckt.
Schon nach vollzogener Grundsteinlegung ergab sich im Jahr 1977 eine abermals veränderte Zielstellung für Grünau. Das SED-Politbüro fasste in diesem Jahr vor dem Hintergrund der seit 1973 verschärften ökonomischen Rahmenbedingungen einen Beschluss zur modifizierten Weiterführung des Wohnungsbauprogramms in Leipzig. Dieser sah unter anderem eine Veränderung der Proportionen zwischen Instandsetzung und Modernisierung einerseits sowie Abriss und Ersatzneubau andererseits vor. Bei nur geringfügiger Vergrößerung der Baugebietsfläche hatte dies eine Erhöhung der geplanten Wohnungsanzahl um fast 50% auf 37.000 zur Folge. Nachdem nun Lage und Größe des neuen Wohngebiets feststanden, war noch dessen städtebauliche Ausformung zu klären. Da es sich um die erste Großsiedlung im Rahmen von Honeckers Wohnungsbauprogramm handelte, sollten die gefundenen Lösungen verallgemeinerungsfähig sein und auf Standorte in anderen Städten übertragen werden können. Und so entschlossen sich die Verantwortlichen, nach mehrjähriger Pause in der DDR wieder einen städtebaulichen Wettbewerb für ein Wohngebiet durchzuführen. Aus Zeitgründen kann ich auf Einzelheiten des Wettbewerbs nicht näher eingehen. Ich möchte dazu nur so viel sagen. Das Preisgericht stellte zwar eine Rangfolge in den prämierten Entwürfen fest, war aber zugleich der Auffassung, dass sich keiner für eine unmittelbare Umsetzung eignete. Für den weiteren Planungsprozess benannte es daher aus jeder der ausgezeichneten Arbeiten bestimmte gut gelöste Punkte, die bei der Erarbeitung eines verbindlichen Gesamtkonzeptes Berücksichtigung finden sollten. Das mit der Planung verbundene gesellschaftspolitische Ziel wird sehr schön durch eine Visualisierung veranschaulicht, bei der seinerzeit Dietrich Wellner, einer der beteiligten Architekten, die Feder führte. Wie die Urkunde zur Grundsteinlegung herausstellt, sollte das neue Wohngebiet eine sogenannte sozialistische Lebensweise befördern und den künftigen Bewohnern Glück, Freude und Erholung zuteilwerden lassen. Die realen Planungsdeterminanten können jedoch nicht als genuin sozialistisch bezeichnet werden. Sie wurden vielmehr unausgesprochen durch westliche Städtebauleitbilder beeinflusst, die seit Ende der 50er Jahre nach der Abkehr vom stalinistisch geprägten Bauen in die osteuropäischen Staaten eindrangen und dort spezifische planwirtschaftliche bedingte Modifizierungen erfuhren. Die Planung für Grünau wird wesentlich bestimmt von Überlegungen zur verkehrs- und stadttechnischen Erschließung und vom Grundsatz einer intensiven Bodennutzung unter den bautechnologischen Möglichkeiten der vom Leipziger Baukombinat eingesetzten Plattenbauweise. Auf Grundlage der Juryempfehlungen erstellte die Planungsgruppe Grünau im BCA, dem Büro des Chefarchitekten der Stadt Leipzig, unter Leitung von Horst Siegel innerhalb weniger Monate ein Strukturkonzept, das der Rat der Stadt 1974 als Grundlage für die weitere Planung bestätigte. Es ging abweichend vom Wettbewerb nicht mehr von maximal 25.000, sondern von mindestens 27.000 Wohnungen aus. Das funktionelle und kompositorische Grundgerüst für die Gesamtplanung bildet eine im halb abgesenkten Einschnitt kreuzungsfrei verlaufende S-Bahn-Trasse, die aus Richtung Innenstadt im Osten in das Wohngebiet eingeführt wird, hier 4 Haltepunkte besitzt und optional in westlicher Richtung bis Markranstädt verlängert werden kann. Nördlich und südlich des S-Bahn-Grabens wird die Erschließung für den öffentlichen Personennahverkehr durch 2 Straßenbahntrassen mit einer Vielzahl von Haltestellen sichergestellt. Sie verlaufen auf eigenem Gleiskörper im Straßenniveau. Entlang der beiden aus der Innenstadt kommenden Hauptverkehrsstraßen, der Lützner Straße im Norden und der Ratzelstraße im Süden. Diese Verkehrstrassen werden durch 4 in Nord-Süd-Richtung verlaufende Hauptverkehrsstraßen ergänzt.
Sie gliedern das Wohngebiet in 8 Wohnkomplexe mit jeweils eigenen kleinen Zentren, die sich von den S-Bahn-Haltepunkten ausgehend entwickeln. Ungefähr im geografischen Mittelpunkt liegt ein zentrales Wohngebietszentrum. Wie sollte sich nun diese Wohngebietsstruktur baulich-räumlich abbilden? Das genannte Verkehrsnetz umgrenzte zwar die einzelnen Wohnkomplexe, war in Bezug auf die dreidimensionale Stadtkomposition jedoch abgesehen von der S-Bahn-Achse ohne Bedeutung. Maßgebend für die Baumassenverteilung waren in erster Linie die inmitten der Wohnkomplexe liegenden Bewegungs- und Aufenthaltsräume der Fußgänger. Auf dem Baumassenplan sind die von den S-Bahn-Haltepunkten ausgehenden Fußgängerachsen mit den hieran angeordneten gesellschaftlichen Einrichtungen und Wohngebäuden erkennbar. Letztere werden, wie am Schattenwurf ersichtlich, in diesen zentralen Bereichen, anders als in den übrigen, hier nicht dargestellten Teilen der Wohnkomplexe, höhergeschossig, das heißt mit 8, 11 und 16 Stockwerken geplant. Das Gleiche gilt für die Bebauung entlang der S-Bahn-Achse. Durch 4 am Nordrand der Kirschberg-Siedlung vorgesehene, jedoch nicht ausgeführte Wohnhochhäuser sollte ein optisch wirksamer Zusammenhang zwischen dem westlichen und östlichen Teil Grünaus hergestellt werden. Die Erschließung für Fahrzeuge und Fußgänger erfolgt in allen Wohnkomplexen nach einem ähnlichen Prinzip, das ich Ihnen hier am Beispiel des Wohnkomplexes 4 erklären möchte. Von den umgebenden Hauptverkehrsstraßen aus führen Stichstraßen oder Straßenschleifen in die Wohngruppen hinein. Diese Anliegerstraßen sind so angeordnet, dass die Wohngebäude in der Regel außer einer der Straße zugewandten auch eine vom Verkehr abgeschirmte Seite besitzen. Die Wohnhäuser verfügen an beiden Seiten über Hauszugänge. Rechts und links der Anliegerstraßen ist in Senkrechtaufstellung jeweils eine Reihe von Pkw-Stellplätzen angeordnet, denen sich der Gehweg und ein Grünstreifen anschließen. Dieses Erschließungsprinzip bestimmt zugleich den Gebäudeabstand. Im Interesse einer kompakten Bebauung werden notwendige weitere Pkw-Stellplätze am Rand der Wohnkomplexe im Lärmschutzstreifen angeordnet, der sich zwischen der Bebauung und den Hauptverkehrsstraßen erstreckt. Vorgesehen war, und das wurde nach 1990 an einigen Stellen umgesetzt, bei steigendem Motorisierungsgrad auf diesen Randflächen mehrgeschossige Parkpaletten zu errichten. In einer Überlagerung mit den Fußgängerhauptachsen ist erkennbar, wie diese so durch das Innere des Wohnkomplexes geführt werden, dass eine Kreuzung mit den Anliegerstraßen fast komplett vermieden werden kann. Sie werden, was hier nicht dargestellt ist, verästelt bis in die Wohngruppen hineingeführt. Über diese Fußgängerachsen erfolgt der Zugang zu den Haltestellen des ÖPNV und die Verbindung mit den benachbarten Wohnkomplexen oder Grünflächen. Die hier zu sehenden unterschiedlichen Bebauungsformen waren, als 1974 das Strukturkonzept erstellt wurde, noch nicht im Einzelnen festgelegt. Die Planung für die einzelnen Wohnkomplexe erfolgte vielmehr in aufeinanderfolgenden Stufen entsprechend des Baufortschritts. Gemeinsam ist diesen Bebauungsformen das Bemühen um eine intensive Bodennutzung. Sie unterscheiden sich damit deutlich von der älteren, aufgelockerten Bebauung an der Nikolai-Rumjanzow-Straße, die auf diesem Plan nicht mit dargestellt ist. Eine hohe Bebauungsdichte wird durch lange, nach Möglichkeit miteinander verbundene Baukörper erreicht. Die langen Baukörperkonfigurationen ermöglichen es zudem, die stadttechnische Erschließung mit möglichst wenigen Unterbrechungen in Form von Kellerleitungsgängen in die Gebäude zu verlegen, sodass der Tiefbauaufwand auf diese Weise deutlich reduziert werden kann. Für alle Wohnkomplexe sind somit hofähnliche Bebauungsformen charakteristisch, wobei diese Wohnhöfe aber niemals komplett geschlossen sind, um den Bauprozess mittels effektiv angelegter Kranbahntrassen durchführen zu können.
Wie waren nun die Wohnkomplexe und das Wohngebietszentrum, die schrittweise über einen Zeitraum von 16 Jahren geplant und gebaut wurden, im Einzelnen konzipiert? Im folgerichtigen Zeitablauf werde ich Ihnen einige Entwurfscharakteristika vorstellen. Die im Osten der Großsiedlung liegenden Wohnkomplexe 1 bis 3 wurden im Zusammenhang geplant. Das unter Leitung von Georg Eichhorn tätige Entwurfskollektiv des BCA erhielt hierfür 1984 in der Sparte Städtebau den Architekturpreis der DDR. Nach der Grundsteinlegung für den Wohnkomplex 1 mit 1.300 Wohnungen im Juni 1976 setzte sich der Bau dann über den Wohnkomplex 2 mit 3.300 Wohnungen fort und wurde 1984 mit der Übergabe der letzten von 1.290 Wohnungen im dritten und kleinsten Wohnkomplex beendet. Von der S-Bahn aus erfolgt der Zugang über die Station Grünauer Allee. Von dort aus erstreckt sich die gleichnamige Fußgängerachse in Nord-Süd-Richtung, zudem nördlich der S-Bahn eine Fußgängerachse in Richtung Westen, die in Erinnerung an die frühere Wegeverbindung den Namen Alte Salzstraße trägt. Sie kreuzt eine alte vierreihige Lindenallee, die den Schönauer Gutspark mit dem Park der Robert-Koch-Klinik verbindet, wobei eine geplante Fußgängerbrücke über den S-Bahn-Einschnitt dem Rotstift zum Opfer fiel. Kennzeichnend für die ersten drei Wohnkomplexe sind meanderförmige Bebauungsformen, die dem damals vom Baukombinat Leipzig produzierten Gebäudesortiment entsprechen. Die Fotos zeigen oben die fünfgeschossige Ausführung der von der Bauakademie entwickelten Wohnungsbauserie 70, links die zentrale Fußgängerachse und rechts eine typische Innenhofsituation. Die Innenhöfe sind zwar für die Allgemeinheit zugänglich, haben aber durch die dort angeordneten Wäschetrockenplätze und Kleinkinderspielplätze eher halböffentlichen Charakter. In der unteren Reihe sehen wir eine Erschließungszone mit PKW-Stellplätzen vor der elfgeschossigen Variante der WBS 70 und einem vom Wohnungsbaukombinat Erfurt übernommenen 16-geschossigen Punkthochhaus. Auf dem rechten Bild ein neungeschossiges Wohnheim. Dabei handelt es sich um einen vom BKL entwickelten Gebäudetyp, der wie hier als Altenwohnheim oder in ähnlicher Form auch als Studentenwohnheim ausgeführt wurde. Der Wohnkomplex 4 wurde zwischen 1979 und 1985 errichtet und umfasst 8.800 Wohnungen. Er erstreckt sich südlich der S-Bahn-Achse und wird über die Stationen Wilhelm-Pieck-Allee, heute Allee-Center, und Ho-Chi-Minh-Straße, heute Karlsruher Straße, erschlossen. Von dort aus führen die heutige Stuttgarter Allee und Karlsruher Straße als Fußgängerachsen in Richtung Süden. Gekreuzt werden sie durch eine in West-Ost-Richtung verlaufende, wieder als Alte Salzstraße bezeichnete Fußgängerachse. Die im Rahmen der WBS 70 neu eingeführten konusförmigen Haussegmente ermöglichen es, in den Bebauungsformen vom rechten Winkel abzuweichen. So entstehen im Mittelteil des Wohnkomplexes langgestreckte Wohnhöfe, die sich mit ihrer offenen Seite zu den fahrverkehrsfreien Grünzonen orientieren. Im Wohnkomplex 4 begegnen uns wieder das PH-16-Hochhaus und die elfgeschossige WBS 70. Hier in einem Beispiel mit im Erdgeschoss eingeordneten Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, wie man es in allen Wohnkomplexen in einigen Abschnitten der Fußgängerachsen ausgeführt hat. Um infolge des Politbürobeschlusses von 1977 die Bebauungsdichte erhöhen und die Baukosten pro Wohnung senken zu können, wird die WBS 70, wie auf den unteren Bildern zu sehen ist, hier und in den folgenden Wohnkomplexen, wie auch in den anderen Neubaugebieten der DDR, nun überwiegend nicht mehr fünfgeschossig, sondern sechsgeschossig ausgeführt. Der Wohnkomplex 5
liegt im Norden Grünaus und wurde zwischen 1980 und 1985 errichtet. Zur Bezeichnung 5.1 werde ich später noch etwas sagen. Er umfasst 3.200 Wohnungen und befindet sich zum Teil auf dem Gelände der alten Dorflage Schönau, wofür große Teile der Altbebauung weichen mussten. Ohne unmittelbaren Anschluss an die S-Bahn wird er nur durch zwei Straßenbahnhaltestellen erschlossen. Die vom südlich angrenzenden zentralen Wohngebietszentrum kommende Fußgängerachse, die heutige Stuttgarter Allee, wird durch den Wohnkomplex weitergeführt und läuft nach einer Abknickung weiter bis zum Gutspark Schönau. Errichtet wurden hier die uns aus dem Wohnkomplex 4 bekannten Gebäudesortimente, wobei die konusförmigen Segmente zum Teil so aneinandergereiht sind, dass geschwungene Bebauungsformen entstehen. Bei dem in der unteren Reihe zu sehenden neungeschossigen Punkthaus PH9 handelt es sich um eine Eigenentwicklung des BKL auf Grundlage des Elementesortiments der WBS 70. Es wurde in den Wohnkomplexen 4 bis 7 errichtet und eignet sich besonders zur Bebauung von ansonsten nicht nutzbaren Restflächen. Daneben sehen wir auf einem Luftbild zwei viergeschossige Schulgebäude, davor eine zwei- bis dreigeschossige sogenannte Kinderkombination, bestehend aus Kindergarten und Kinderkrippe. Diese vom BKL entwickelten Typengebäude begegnen uns auch in allen anderen Wohnkomplexen. Eine besondere Bewandtnis hat es mit dem im Nordosten liegenden Wohnkomplex 6 auf sich. Wie eine 1978 durchgeführte Baugrunduntersuchung ergab, hätte der dort vorhandene hohe Grundwasserstand eine Pumpstation erforderlich gemacht, die während der Baudurchführung für die Absenkung des Wassers sorgen musste. Um auf Dauer die Standsicherheit der Wohnbauten zu gewährleisten, wären zudem spezielle im Typensortiment nicht vorgesehene Fundamentgründungen notwendig gewesen. Beides hätte die Baukosten so stark erhöht, dass diese das auf die einzelne Wohnung bezogene Kostennormativ deutlich überschritten hätten. Aus diesem Grund entschied man sich, das ursprünglich im Wohnkomplex 8 geplante Krankenhausgebäude mit 800 Betten hierher zu verlegen. Denn bei dieser ohnehin individuell zu projektierenden Großinvestitionen fielen die standortbedingten Mehrkosten kaum ins Gewicht. Im Jahr 1985 wurde die Kapazität des geplanten Krankenhauses um die Hälfte reduziert, bevor man sich 1991 entschloss, diesen Standort komplett aus der Bettenbedarfsplanung herauszunehmen. Das Gelände blieb daher bis zum heutigen Tag unbebaut. Der mit 7.700 Wohnungen zwischen 1980 und 1985 entstandene Wohnkomplex 7 erstreckt sich im Nordwesten Grünaus nördlich der S-Bahn-Station Miltitzer Allee und grenzt im Westen unmittelbar an die Ortslage Miltitz an. Seine Baugebietsfläche wird gegenüber dem Strukturkonzept von 1974 in Richtung Norden erweitert, was zu einer Verschiebung des Wohnkomplexzentrums führt. Es befindet sich so im geografischen Mittelpunkt des Wohnkomplexes, doch geht damit die trotz der Verbindung über die Fußgängerachse Miltitzer Allee seine ursprünglich geplante unmittelbare Anbindung an den gleichnamigen S-Bahn-Haltepunkt verloren. Seine zentrale Lage wird durch die Bebauungsformen unterstrichen, die von vier Seiten aus strahlenförmig auf das Zentrum zulaufen. Im Wohnkomplex 7 begegnet uns wieder das bereits aus den Wohnkomplexen 4 und 5 bekannte Gebäudesortiment, außerdem PH16-Hochhaus und der 11-geschossigen WBS 70, insbesondere die 6-geschossige WBS 70 mit Konussegment. In der unteren Reihe sehen wir Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, die in Flachbauten untergebracht und in ähnlicher Form in allen Wohnkomplexen zu finden sind. Mit 8.900 Wohnungen entstand zwischen 1981 und 1986 der größte Wohnkomplex.
Er erstreckt sich im Südwesten Grünaus, südlich der S-Bahn-Endstation Miltitzer Allee. Von dort aus führt als Fußgängerachse die Miltitzer Allee in Richtung Süden zur Ratzelstraße und darüber hinaus. Ähnlich wie im Wohnkomplex 4 wird sie durch die in Ost-West-Richtung verlaufende alte Salzstraße gekreuzt. Die südlich der Ratzelstraße angeordnete Wohnbebauung grenzt an die Ortslage Lausen. Die Konzeption des Wohnkomplexes wird stark durch den Politbüro-Beschluss von 1977 zur Erhöhung der Wohnungsanzahl in Grünau beeinflusst. Die Entwurfsstudien befanden sich zu diesem Zeitpunkt erst in einem Stadium, das noch grundsätzliche Eingriffe erlaubte. Gleichermaßen von Einfluss war die Direktive, den Baukostenaufwand im Fünfjahrplan 1981 bis 85 um 15% zu reduzieren. Das BKL erreichte dies im Einklang mit den Baukombinaten anderer Bezirke durch die Aufgabe des kostenintensiven Hochhausbaus, also den Verzicht auf die Errichtung von PH16-Hochhäusern im 8. Wohnkomplex. Darüber hinaus reduzierte das BKL das Elementesortiment der WBS 70, indem es die Produktion der konusförmigen Haussegmente einstellte. Dies zwang das Entwurfskollektiv des BCA zu rein rechtwinkligen Bebauungsstrukturen zurückzukehren. Eine Erhöhung der Wohnungsanzahl war unter anderem durch die Umstellung der WBS 70 von Zweispänner auf Dreispänner-Segmente möglich, bei denen also jeder Treppenaufgang drei nunmehr kleiner ausgelegte Wohnungen je Etage erschließt. Des Weiteren führte eine auf Veranlassung des Ministeriums für Bauwesen vorgenommene Intervention der Bauakademie dazu, dass die Wohnungsbauziffer erhöht werden konnte. Die Bauakademie überprüfte im Vorfeld des Fünfjahrplans die im Entwurf vorliegenden Bebauungskonzeptionen aus der gesamten DDR. Zum einen widmete sie dabei Vorbehaltsflächen für gesellschaftliche Einrichtungen in Wohnbauflächen um und zum anderen verdichtete sie die Bebauung in den einzelnen Wohngruppen, was ich Ihnen an einem Beispiel erläutern möchte. Die im Süden des Wohnkomplexes an der Königsteinstraße liegende Wohngruppe hatte das BCA ursprünglich mit einem großen winkelförmigen Innenhof konzipiert. Die Bauakademie verschob eine Sektion von der Südseite der Wohngruppe an die Ostseite und rückte damit die Südseite näher an die gegenüberliegende Vorschuleinrichtung heran. An den kurzen Schenkel an der Hoföffnung fügte sie zwei zusätzliche Segmente an. Ohne die baurechtlichen Normen zu den Gebäudemindestabständen zu verletzen, entstand so eine zweigeteilte Innenhoffläche. Ähnliche Verdichtungen nahm die Bauakademie in den anderen Wohngruppen vor. Trotz der entfallenen PH16-Hochhäuser konnten insgesamt durch die Verkleinerung der Wohnungen und die Revidierung der Bebauungskonzeption so auf der gleichen Baugebietsfläche 2100 Wohnungen mehr untergebracht werden, als das BCA ursprünglich vorgesehen hatte. Das 1998 aufgenommene Luftbild zeigt den wichtigsten Teil des Wohnkomplexes in einem kompletten Zustand. An einzelnen Fassaden hat man mit Modernisierungsmaßnahmen begonnen, doch wurden noch keine Gebäudeabrisse vorgenommen. Die streng rechteckigen Bebauungsformen erinnern an die ersten drei Wohnkomplexe, während sich die Höhenentwicklung diesen gegenüber stark nivelliert darstellt. Es dominiert die sechsgeschossige WBS 70 und wie am unteren Rand zu sehen ist, wurden die PH9-Punkthäuser hier nur noch mit 6 Stockwerken errichtet. Ähnlichen Einfluss hatte der Politbürobeschluss von 1977 auf die Konzeption des Wohngebietszentrums, das sich nördlich des heutigen S-Bahn-Haltepunkts Allee Center erstreckt. Eine noch im gleichen Jahr vorgelegte Bebauungsstudie des BCA war als ein mit
zahlreichen gesellschaftlichen Einrichtungen von zentraler Bedeutung ausgestattetes Zentrum für ganz Grünau konzipiert worden. Die geforderten Aufwandsreduzierungen führten 1983 zu dem hier gezeigten Entwurf, in dem die Flächen für gesellschaftliche Einrichtungen erheblich zugunsten von Wohnbauflächen reduziert worden sind. Aus dem ursprünglichen Wohngebietszentrum wurde so der Wohnkomplex 5.2 mit 2600 Wohnungen, der sich südlich an den früheren Wohnkomplex 5, jetzt 5.1 genannt, anschließt und dessen Zentrenausstattung dennoch weiter einige für ganz Grünau gedachte gesellschaftliche Einrichtungen einschließt. Baubeginn für die Wohngebäude war 1984 und 4 Jahre später wurde hier der Wohnungsbau in Grünau planmäßig vollendet. Das Wohnkomplexzentrum in der als Fußgängerachse nach Norden führenden heutigen Stuttgarter Allee konnte jedoch nicht mehr vollständig realisiert werden. Die 1983 vorgelegte Bebauungskonzeption zeigt in diesem Ausschnitt den Bereich, der vom in den 90er Jahren errichteten Allee-Center eingenommen wird. Der Entwurf sieht am Südrand der Fußgängerachse, am Eingang vom damaligen S-Bahn-Haltepunkt Wilhelm-Pieck-Allee aus, eine Platzanlage mit einem Monument zu Ehren des ersten Staatspräsidenten der DDR vor. Westlich der Platzanlage befinden sich Bauvorbehaltsflächen für ein Kultur- und Freizeitzentrum und ein Hallenbad, im Osten für Handels- und Dienstleistungseinrichtungen. Zur Wendezeit befand sich der unmittelbar an der S-Bahn gelegene Dienstleistungskomplex im Bau. Mit seiner Übergabe im Jahr 1991 endete der nach der Planung aus DDR-Zeit ausgeführte Aufbau der Großsiedlung Grünau, noch bevor sie ganz fertiggestellt werden konnte. Und bereits 2 Jahre danach begann der Abriss mit eben diesen zuletzt übergebenen Gebäuden, die dem Neubau des Allee-Centers weichen mussten. Wie es danach mit Grünau weiterging und inwieweit die dem gesellschaftspolitischen Anspruch nach für eine sozialistische Lebensweise konzipierte Großsiedlung auch den heutigen Lebensbedingungen gerecht werden kann, werden Sie in den nachfolgenden Beiträgen erfahren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.